Champions League Time bei den Wettfreunden. Die Viertelfinalpartien an. Ja, sehr viele deutsche Vertreter sind im Achtelfinale leider auf der Strecke geblieben. Lediglich der FC Bayern bemüht sich dann noch um Schadensbegrenzung, ja, gegen Man City. Das war schon ja doch richtiges Stichwort. Wir gehen dennoch hoffnungsvoll in diese Partien. Viel Spaß dabei jetzt bei den Wettfreunden. Die Viertelfinal-Hinspiele der Königsklasse stehen an. Hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid in dieser zunehmend entscheidenden Phase des Wettbewerbs. Jan hat sich auch wie immer rausgeputzt. Sobald die Hymne erklingt, ja, der ganz feine Zwirn mit dem noch feineren Pullover darunter. Und, ja, gibt ja wirklich allen Anlass dazu, sich rauszuputzen. Tolle Spiele stehen an. Ja, und auch wenn es eben die Deutschen doch arg erwischt hat, dann in der ersten K.O.-Runde schon. Und ja, jetzt auch noch die letzte deutsche Mannschaft doch heftig auf der Kippe steht. Ja, haben ja jetzt wirklich nicht den leichten Weg gewählt. Die Bayern freuen wir uns extrem auf richtig guten Fußball. Ja, und da dürfte dann eben auch der letzte deutsche Vertreter dran beteiligt sein. Man City gegen Bayern, das klingt doch nach einem echten Highlight. Das ist auch ein echtes Highlight. Ja, Bayern hat vorher nochmal den Trainer ausgetauscht. Thomas Tuchel da jetzt an der Seitenlinie. Der weiß ja, wie man die Champions League gewinnen kann. Das ist ihm ja nicht. Ja, auch gegen Man City gerade. Ja, ja, klar, das ist natürlich ein Fund, ja. Und Thomas Tuchel und sein Staff, die werden natürlich die Defense da ein bisschen stärken. Und das Mittelfeld, das war ja unter Herrn Nagelsmann nicht immer so ganz astrein. Es hat dennoch gereicht, um PSG aus diesem Wettbewerb zu befördern. Da ist natürlich auch wieder saure Gurkenzeit jetzt in Paris angesagt. Ja, und Man City, ja, ganz locker RB Leipzig zerlegt. Dann noch mit einem 7:0. Vielleicht sogar auch in der Höhe verdient. Auch City in der Liga, in der Premier League mit fantastischem Fußball. Gündogan zuletzt auch wieder top in Form. Gibt eine enge Kiste für den FC Bayern, gehe ich mal von aus. Aber jetzt auf der Insel, da kann es doch eigentlich nur um Schadensbegrenzung gehen. Oder rechnest du da den Roten doch tatsächlich chancenlos? Na, wenn man sich jetzt die bisherige Saison anschaut, die die Bayern in der Champions League gespielt haben, da kann man ja Nagelsmann wirklich nicht viele Vorwürfe machen. Ja, 8 Spiele, 8 Siege und das, obwohl sie es ja wirklich auch nicht nur mit Laufkundschaft zu tun bekommen haben. In der Vorrunde schon 2-mal Barca bezwungen, 1-mal souverän, 1-mal ein bisschen glücklich. Ja, Inter abperlen lassen, dann PSG, ja, der ewige Geheimfavorit, kann man ja nicht sagen, ja, aber doch, zumindest ja, der Krösus, ja, der immer früher oder später scheitert, spätestens eben gegen die Bayern, auch in diesem Jahr ohne Chance geblieben. Ja. Vor allem mit einer Top-Abwehr, ja, 7 dieser 8 Spiele ohne Gegentreffer absolviert. Da kann fast nur Man City mithalten, 3 Gegentreffer nach 8 Spielen. Und vor allen Dingen eben, wenn es auch in der Fremde nicht ganz so tadellos war, ja, da haben sie ja immer mal ein Unentschieden eingestreut, aber zu Hause eben alles ohne Fehl und Tadel auch absolviert, alles gewonnen natürlich, ja, und gerade gegen deutsche Mannschaften auch zu Hause mit einer Traumbilanz, letzten 10 Heimspiele alle gewonnen, ja, mit 39 Treffern insgesamt, davon 4 K.O.-Spiele. Kaum ein Verein, der da eine ordentliche Bilanz vorzuweisen hat, außer vielleicht den Bayern noch, ja, die haben ja insgesamt 6-mal die Klingen gekreuzt, jeweils in der Vorrunde, ja, 3 Siege, 3 Unentschieden, auf der Insel immerhin 1-mal gewonnen, aber tja, das ist schon so lange her, dass Pep Guardiola damals noch die Bayern angeführt hatte. Und nicht umgekehrt. Jenem historischen 3:1-Erfolg Thomas Müller hatte aber damals schon geknipst. Ja, der ewige Müller. Ich glaube 2011-12 war es. Ja. Und jetzt natürlich wieder mit Außenseiterchancen. 1,9 gibt es für einen Heimsieg. Unentschieden 4. Auswärtsquote für die Bayern in 3,8. Ja, werden die Bayern nicht gewinnen, muss man sagen. Also, wer Nagelsmann noch an der Seitenlinie, würde ich sagen, Man City gewinnt das mit 4:1. Jetzt ist Thomas Tuchel an der Seitenlinie, Man City gewinnt das mit 3:1. Und das ist vielleicht noch so im Rahmen. Ich gehe mal davon aus, dass die Wettanbieter da mit weniger Toren rechnen, aber ich bin da eigentlich ziemlich confident, was meinen Tipp angeht. Könnte man meinen, dass die Wettanbieter von wenigen Toren ausgehen, weil ja eben die jeweiligen Defensiven sehr stark sind, ja, aber ist dann doch nicht der Fall. Beide treffen gerade mal eine 1,6, über 2,5 Tore auch nur eine 1,6. Insofern gehen sie schon davon aus, dass ja, beide Mannschaften da richtig Bock drauf haben und da jetzt nichts in das Rückspiel vertagen wollen, sondern eben von vornherein ihre Chance suchen, ja, und ja, dein Tipp, Man City beide treffen, 3,35, ja, oder Handicap minus 1, eine 3,1, alles jenseits der Dreierquotenmarke, wenn man darauf tippt, dass es Man City relativ souverän macht, ja, und die Bayern aber trotzdem noch ein bisschen mitspielen, kann ich mich auch mit beiden anfreunden, ja, also ich denke schon, dass die Bayern es offen gestalten werden und dass sie auch treffen werden, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Unterm Strich glaube ich aber auch, dass auf der Insel dann eben doch
Pep und seine Jungs die Hosen anhaben, ja, jetzt gerade Liverpool wieder zu spüren bekommen, dass das eben doch keine so ganz leichte Sache ist, da in Manchester zu bestehen. Und auch wenn es mit der Meisterschaft jetzt doch ziemlich schwierig aussieht, ja, für den ewigen Titelverteidiger von Ensel, ja, zu Hause haben sie sich nicht so viel zu Schulden kommen lassen. Nach 14 Heimspielen haben sie eine Bilanz von 12 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage gegen, ja, alles, was da auf der Insel bei ihnen vorbeigekommen ist. Sehr, sehr ordentlich, ja, und insofern kann ich mir doch sehr gut vorstellen, dass es, ja, Bayern dann doch im Rückspiel erst richten kann, ja, und werden sicherlich ein Ergebnis einfahren, was ihnen noch ein paar Chancen lässt. Aber beide Treffen, Man City gewinnt, da schließe ich mich an. Ja, also da muss Bayern sein Heil dann im Rückspiel suchen. Davon gehe ich dann doch auch aus. Bis dahin wird ja Herr Tuchel noch Zeit gehabt haben, ein bisschen mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber jetzt erstmal auf der Insel sehe ich da ein bisschen schwarz. Also hoffentlich ist er dann noch da. Ja, so, meinst du, so schnell wird er sich schon nicht mit dem Vereinsposten jetzt da. Jetzt, wo Graham Potter frei ist. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Jetzt haben wir erstmal Benfica gegen Inter noch im Angebot. Ja, Benfica, Lissabon, Club Brügge, ziemlich souverän aus dem Wettbewerb geschossen mit, was war das, 5:1, glaube ich, das letzte Spiel. Ja, das Spiel war ja schon am Hinspiel relativ sicher, ja, und dann war es nochmal richtig mit Lust und 5:1. Genau, und da kommt jetzt der FC Internationale vorbei, die haben Porto, eine andere portugiesische Mannschaft aus dem Wettbewerb geschossen. Ja, Benfica gegen Inter, spannendes Spiel, das Hinspiel zuerst in Lissabon, deine Einschätzung bitte. Ja, Benfica, eine richtig spannende Geschichte. Die machen richtig Spaß in dieser Saison. In Sachen Wahrnehmung so ein bisschen im Windschatten von Napoli vielleicht, ja, weil was die Italiener in der Königsklasse abgerissen haben, das war natürlich noch ein bisschen spektakulärer. Ja, aber ja, Benfica auf jeden Fall weit überperformt mit Roger Schmidt an der Seitenlinie. Tolle Sache, ja. Hat ja auch in der Bundesliga schon sehr überzeugende Sachen abgeliefert. Und ja, vielleicht liefert er jetzt sogar sein Meisterstück ab. Wäre ein spannendes Halbfinale gegen die Italiener, ja, gegen den kommenden italienischen Meister. Jetzt geht es ja auch schon im Viertelfinale gegen Italiener. Und auch wenn italienische Mannschaften lange Zeit so eine Art rotes Tuch waren für die Portugiesen, ja, gab es so einen Lauf mit 11 aufeinanderfolgenden Spielen, von denen sie nur 2 gewonnen haben, aber 7 verloren. Diese Serie haben sie jetzt ja schon in der Gruppenphase gebrochen, ja, beide Duelle gegen Juventus gewonnen, ja, und das Meisterstück war natürlich die beiden Punkteteilung gegen PSG, das ja überhaupt dazu führte, dass sie Gruppensieger wurden, ja, und dann so eine dankbare Aufgabe gegen Brügge bekamen. Aber gegen Inter sieht es eben auch gut aus, nachdem das so gut läuft, ja, die Meisterschaft in Portugal ja auch schon so gut eingetütet mit 10 Punkten Vorsprung. Jetzt gibt es gerade mal eine 2,0 für einen Heimsieg gegen Inter. Unentschieden 3,5, Auswärtsquote 3,9. Ja, und die Aufstiegsquoten sind eben auch pro Benfica momentan. Eine 1,8, wenn sich eben die Portugiesen durchsetzen. Ja, für Inter fast eine Verdopplung des Wetteinsatzes stand jetzt. Ja, ich bin ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass die Italiener da schon eine harte Nuss sind. Aber verlieren wird Benfica das nicht. Ich rechne hier mit dem Unentschieden mit Toren. So, das ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, aber das wäre eher so mein, naja, Risikotipp, der bestimmt mir eine tolle Quote bringt. Ja, das ist eine Quote knapp jenseits der 4-Marke. Das kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn es so ausgeht. da sagt man nicht nein. Inter, ja klar, ist Inter als Viertelfinalist jetzt keine Laufkundschaft, kann man natürlich nicht sagen. Ja, aber ich bin im Moment relativ überzeugt davon, dass Benfica diesen Gegner auch in petto hat. Ja, und haben die letzten 4 Champions League Partien gewonnen, sind da wirklich ganz gut drauf und haben ja auch noch was gut zu machen. Ja. Einstmals im Europapokal der Landesmeister 1966. Wir erinnern uns alle, ja, damals Inter mit 1:0 gewonnen und Benfica damals eine ganz seltene Titelchance genommen. Ja, dann gab es halt diesen Finalfluch und vielleicht löst er sich in diesem Jahr in Luft auf. Ja, das ist ja so ein Jahr der Überraschung. Halbfinale auf jeden Fall. Insofern gehe ich auch davon aus, dass sie das Hinspiel gewinnen werden. Ja, und die treffen ja auch gerne mehrfach. Deswegen wäre mein Tipp, Sieg Benfica über 2,5 Tore. Komme ich nicht ganz an deine Quote ran, ja, aber näher mich auch der 4 an. Schön, ja, das ist also tolle Partie, verspricht das auf jeden Fall zu werden. Ja. Ein Klassiker bereits im Viertelfinale, Chelsea gegen Madrid. Und es wird zuerst natürlich in Spanien gespielt. Real Madrid hat Liverpool aus dem Wettbewerb befördert. Also eine Champions-League-Mannschaft natürlich par excellence, die Spanier. Ja, Chelsea hat jetzt den BVB rausgekantet. Er war ein bisschen ärgerlich für Dortmund. Da waren viele Verletzte zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und dann hat man sich da auch wieder so gegen Chelsea gespielt mit Schiedsrichter und allem. Das war halt, also es war schon ein bisschen bitter. Aber natürlich, Chelsea am Ende, muss man doch sagen, verdient weiter. Ja.
Und ja, haben jetzt aber, dafür läuft es in der Liga nach wie vor nicht für den Chelsea FC. Graham Potter an der Seitenlinie wurde jetzt geäxt, aber es wird natürlich so oder so schwer für Chelsea in Madrid zu bestehen. Ja, interessant. Dortmund hat generell nur Chancen, wenn kein Schiedsrichter anwesend ist, offensichtlich. Ja, mal schauen, wie Chelsea damit umgeht. Rechne damit, dass hier auch eine offizielle Spielleitung da ist. Ja. Und Wettanbieter gehen natürlich klar davon aus, dass die Königlichen als die Erfahrenen der Königsklasse das Hinspiel erstmal ziehen mit einer 1,75 für einen Heimsieg. Unentschieden 3,8, Auswärtsquote 4,8. Ja. Und wenn man in den letzten Jahren was lernen konnte, dann, auch wenn ich Benfica gerade relativ abgefeiert habe, dass hier der kommende Titelträger der Champions League schon mal auflaufen wird. Ja, in den letzten beiden Jahren sind sie sich ja auch schon begegnet. 2021 siegte Chelsea im Halbfinale, ja, holte sich dann den Titel. Letztes Jahr siegte Real dann bei der Revanche im Viertelfinale, holte sich am Ende den Titel. Ja, jetzt eben das Wiedersehen im Viertelfinale und statistisch gar nicht so schlechte Chancen für die Blues. Ja. 7 Duelle gab es bisher in verschiedenen Wettbewerben und Real hat tatsächlich nur einen einzigen Sieg eingefahren, den auch noch an der Stamford Bridge im vergangenen Jahr. Ja, im Hinspiel hatten sie ja 3:1 gewonnen und dann sind sie ja mit Ach und Krach gerade noch so in die Verlängerung gekommen. Im Rückspiel lagen sie ja schon 0:3 zurück, unter anderem ja Werner da auch einen relativ guten Tag erwischt. Ja, und dann, schon länger nicht mehr, aber ja. Ja, aber ist ja in Leipzig auch nicht ganz so schlimm. Ja, auf jeden Fall dann in der Verlängerung hat es dann Benzema gemacht, ja, das 2:3 den entscheidenden Treffer. Und ja, Benzema hat jetzt wieder alle Optionen, weil interessante Statistik, seine letzten 10 Treffer in der Königsklasse hat er tatsächlich alle gegen englische Clubs erzielt. 4-mal gegen Chelsea, 3-mal gegen Man City und 2-mal gegen Liverpool. Ja, das heißt, kann man daran schon ableiten, dass Real gegen englische Clubs zuletzt meistens ganz gut ausgesehen hat, mit Ausnahme dieser Niederlage vor 2 Jahren. Ja, also ich gehe davon aus, dass im Champions League Viertelfinale doch bitte jede Mannschaft ordentlich motiviert ist, bis unter die Haarspitzen. Ich rechne damit, dass Real Madrid diese Partie gewinnen wird und zwar sogar zu 0. Ich kann mir da so ein 2:0 vorstellen. Also das Chelsea trifft ja dann doch eher mit Duseln. Das wird gegen die spanische Abwehr ein bisschen zu schwer. Ich sage, das gibt einen Heimsieg für Real zu 0. Auf jeden Fall laut Wettanbietern und den Aufstiegsquoten ist das die klarste Angelegenheit in allen Viertelfinals. Ein 1,5 gibt es nämlich gerade mal für die Königlichen, mit 2,5 sogar für die Blues. Und auch kein Wunder, ja, wenn man sich anguckt, wie sie da in der Premier League gurken, wirklich. Ja. Und doch ehrlich dann tabellarisch und eigentlich diesem Kalender ja nur gegen Dortmund da relativ vernünftig aufgespielt. Ja. Und, da hat sich der BVB wirklich eine gute Chance gebracht, ja, weil gegen Chelsea gut auszusehen ist im Moment nicht unmöglich und das sollte doch für Real doch ein relativ gefundenes Fressen sein. Ich denke auch, dass es versuchen werden, schon zuvor zu entscheiden, zumindest der Handicap minus 1 wäre hier meine Wahl auch. Ja, ja. Und damit kommt man immerhin schon fast auf eine 3. Ja, schön, das machen wir so. Da sind wir uns ja auch einig. Dann haben wir zum Abschluss noch ein inneritalienisches Duell Milan gegen Napoli. Ja, Milan hat den FC Porto rausgekegelt und Napoli Eintracht Frankfurt. Ja, und jetzt gab es in der Liga allerdings neu diese Partie. Da hat dann Milan völlig überraschend 4:0 in Napoli gewonnen, in Neapel. Das gibt einem natürlich eine gewisse Denksportaufgabe jetzt für diese Champions League-Partien, oder? Ja, das ist echt ein Hammer, ja. Weil bis zu diesem 4:0 war nämlich dieses Viertelfinale in den Augen der Wettanbieter das klarste. Und meinen eigentlich auch, ja, weil Neapel sich ja nun wirklich überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen dieser Saison. Ja, in der Königsklasse ja auch nicht. 7 von 8 Duellen gewonnen. Ja, plus dieses bedeutungslose letzte Spiel in Liverpool in der Vorrunde hatten sie ja abgegeben. Gegen Frankfurt mega souverän. Ja, auch gegen Ajax, was sie da vom Stapel gelassen haben. Und gegen Liverpool eben auch im Hinspiel schon. Ja, und der Meisterschaft eilen sie sonst wie weit voraus. Und dann empfangen sie eben den Ex-Meister, kann man ja jetzt schon sagen, ja, und gehen da dermaßen baden. Und plötzlich gibt es dann eben für den Aufstieg wenigstens schon eine 1,53. Ja, das heißt, sie sind immer noch klar favorisiert, die Paternopei, aber nicht mehr so deutlich wie eben noch vor Anpfiff dieses Meisterschafts- oder dieses Serie A-Kicks. Andererseits sind sie natürlich statistisch im San Siro auch immer noch auf einer relativ sicheren Seite, weil sie haben nur 1 der letzten 9 Pflichtspiele bei Milan verloren tatsächlich. 5 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage nur. Ja, das heißt, das San Siro liegt ihm ganz besonders und dafür gibt es jetzt echt eine Traumquote, eine 2,6 nämlich für einen Auswärtssieg.
Heimsieg Milan 2,75, Unentschiedene 3,4. Ja, 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 aber also Milan darf man ja auch nicht abschreiben, aber ich weiß nicht, was das jetzt für eine Aktion war, ob das so eine Verwirrung stiften soll jetzt für diese Champions League-Partien. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich rechne hier mit einem knappen Erfolg für Milan 1-0. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so ewig so weitergeht und vielleicht muss man im Rückspiel nochmal gucken, aber bevor ich diese Partie in der Champions League nicht gesehen habe, tippe ich hier 1-0 auf Milan. Würde im gewissen Sinne im Trend liegen, weil Milan schon die letzten 4 Spiele in der Königsklasse alle 0 absolviert hatte. Ja, mal mehr oder weniger deutlich Ende der Gruppenphase. Das war jetzt nicht die ganz große Sache, 4-0 gegen Zagreb zu gewinnen, schon etwas größer 4-0 gegen die Mozartstädter aus Salzburg. Ja, und dann gegen die Spurs haben sie es ja wirklich mit gepflegtem Minimalismus und so einem eingeübten Schuss Destruktivität geschafft, mit einem einzigen Treffer und eben ohne jeden Gegentreffer in den 180 Minuten hochzugehen. Ja, jetzt erstmals Viertelfinale seit 2012. Für Napoli ist es ja eine komplette Premiere. Ja, und lange Zeit der italienische Fußball gefühlt ja so ein bisschen am Boden. Ja, jetzt haben wir drei Teams da, ja, und eins sicher im Halbfinale. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und dass es zuletzt eben nicht so gut aussah, zeigt eben die Tatsache, dass Milan eben nur 3 der letzten 16 K.O.-Spiele in der Champions League gewonnen hatte. Ja? Und in 10 dieser 16 Partien sind sie sogar ohne Treffer geblieben. Das heißt, das ist nun eigentlich ein Bereich, in dem sie dann doch überfordert sind regelmäßig. Und ja, auch wenn es jetzt in der Meisterschaft ja wirklich so ein Paukenschlag war, glaube ich nicht, dass das anhält. Ja. Und Napoli liegt das eben bei Milan zu spielen und die Quote in den 2,6 für den Sieg, das kann ich nicht ausschlagen. Ja. Sie waren ja auch etwas ersatzgeschwächt. Ihr Wundersturm war ja teilweise abwesend und wurde noch geschont, eben für wichtigere Aufgaben. Ja, ich nehme an, dass man da auch dieses Match schon im Blick hatte oder gerade dieses Match. Und ja, dann mit voller Kapelle sollten sie in der Lage sein. Und jetzt haben sie auch so ein bisschen Antrieb, sich da mal wieder reinzuhängen, das ernst zu nehmen. Ja. Und dann wird das was für Neapel, bin ich relativ zuversichtlich. Ja, gucken wir mal, welche italienischen Rosen am Ende voller sind. Wir freuen uns natürlich auf diese Partie. Ja, wir freuen uns auf alle 4 Partien. Ja. Ja, das Highlight aus deutscher Sicht ist natürlich, braucht man nicht lange drüber reden, ja, das Gastspiel des FC Bayern auf der Insel. Mal schauen, wie sie sich da anstellen. Ja. Tuchels erste Reifeprüfung. Dortmund, das war ja viel zu einfach. Ja. Ja. Und Pokal schweigen wir uns auch mal drüber aus. Aber Manchester City, da muss man erstmal bestehen. Ja, traut ihr es den Bayern zu? Wie sieht's aus? Was erwartet ihr? Ja, wie sieht's bei den Überraschungsteams aus, sage ich mal? Ja, Benfica haben ja doch schon mitbekommen, dass da etliche gibt bei euch, die da doch sehr überzeugt sind, auch von den Portugiesen völlig zu Recht. Ja, also inzwischen haben sie dann wirklich gezeigt, was sie drauf haben. Milan-Napoli, ja, ein richtiger Leckerbissen, ja, nicht nur für Freunde des Scudettos oder des Serie A-Fußballs. Ja, ich gönne mir alle 4 Partien. Wie sollte es anders sein? Ihr sicher auch. Keine Frage. Ja. Und schreibt uns vorher, wie es ausgeht. Und hinterher machen wir den Kassensturz und freuen uns auf die Rückspiele. Seid dann wieder dabei. Bis dahin, viel Vergnügen.